So, meine Damen und Herren, ich darf Sie in kleinem Format nach dem Sommer sehr herzlich zum mittlerweile 32. Competition-Tag wirklich sehr, sehr herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Sommer. Wir alle sind voller Tatendrang und werden sehen, was im Herbst im Kartellrecht und im Wettbewerbsrecht geschieht. Der 32. Competition-Tag ist auch Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und eine Publikation Ihnen vorzustellen über die letzten 15 Competition Talks. Sie haben alle diese Broschüre vorliegen. Sie enthält die Präsentationen der Referenten und auch kurze weitere Hinweise und soll für Sie als Handreichung für die Zukunft dienen. Wir werden die Broschüre auch weiter zur Verfügung halten. Ich freue mich ganz besonders, dass wir einen sehr, sehr prominenten Gast heute haben, den Professor Kolschnick. Ich denke Ihnen allen sehr, sehr bekannt aus vielen Kommentaren, Äußerungen, auch zum Thema Wettbewerb, auch wenn das nicht sein Hauptthema ist, weil im Hauptberuf ist er am Volkswirtschaftsinstitut der Uni St. Gallen Professor für öffentliche Finanzen, beschäftigt sich in seiner Forschung vor allem mit der Besteuerung in Zusammenwirkung mit Innovationsförderung, Arbeitsmarktreform, Pensionsreform und so weiter. Er hat ein wirklich breites Feld, war auch Leiter eines Wirtschaftsforschungsinstituts in Österreich. Und ich will nur ein Zitat aus dieser Zeit bringen, das eine Verbindung zum Thema Wettbewerb herstellt. Stammt aus dem Jahre 2013, aus einer Position des IHS, wo Professor Kolschnick sagt, eine neuere Untersuchung ermittelt zur Frage des Wachstums in einer dynamischen Marktwirtschaft, dass Anfang der 2000er Jahre etwa 22% der Produktivitätssteigerungen in der britischen Nahrungsmittelindustrie einer Verschärfung der Wettbewerbspolitik zuzuschreiben sind. Ganz interessantes Ergebnis, auch für die Tätigkeit von Wettbewerbsbehörden. Ich freue mich daher sehr, den Professor Kolschnick heute bei uns begrüßen zu dürfen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr über die Ehre, heute zu Ihnen über dieses Thema zu sprechen. Um es gleich von vornherein klarzustellen, ich werde mich hier nicht über die Details der Wettbewerbspolitik äußern, sondern habe mir Gedanken gemacht über die gesamtwirtschaftliche Rolle des Wettbewerbs und was es für die Gesamtwirtschaft bringt, wenn der Wettbewerb stärker zum Zuge kommt. Das hat ganz grundsätzliche Bedeutung. Die Preise steuern die Wirtschaft. Preise werden gezahlt, wenn die Konsumenten Wertschätzung dafür haben. Preise steuern dann nachher die Investitionen. Und der Wettbewerb muss verhindern, dass die Preise nicht in den Himmel schießen und auch die Gewinne nicht in den Himmel schießen. Also insofern ist die erste Beobachtung schon mal, dass der Wettbewerb eine ganz zentrale Rolle spielt, dass der Wohlstand breit ankommt. Also ich werde dann nachher spezifischer werden. Das ist die grundlegende Story, aber der Wettbewerb funktioniert nicht immer. Es müssen natürlich die Spielregeln im Wettbewerb durchgesetzt werden, gleich lange Spieße. Wenn das nicht herrscht, dann gibt es Umverteilung. Also die Folge von Ausnutzung von Marktmacht ist, dass Unternehmen das in die Preise übersetzen, überwälzen können, dass die Preise nicht mehr die tatsächliche Leistung widerspiegeln und dass sie, weil sie neue Konkurrenz behindern, damit auch die Innovation behindern. Ja. Der Preis ist nicht mehr durch das Preis-Leistungs-Verhältnis gerechtfertigt. Das schadet den Konsumenten auf zweifache Art und Weise. Einmal sind die Preise zu hoch, das reduziert das Realeinkommen. Deshalb beobachtet man beispielsweise auch in der Schweiz Beobachtung, dass im internationalen Wettbewerb
ein scharfer Wettbewerb herrscht, aber in den geschützten Preisen, in geschützten Sektoren dann die Preise sehr hoch sind. Und ein zweites wesentlicher Aspekt ist, dass natürlich die Beschränkung des Wettbewerbs bedeutet, dass ein anderes Angebot nicht zustande kommt. Ja, letzten Endes wird die Innovation wesentlich vom Wettbewerb getrieben. F&E-Investitionen und Innovation kann sich ja nur rentieren, wenn es nachher unbeschränkten Zugang zum Markt gibt. Und wenn es den nicht gibt, dann rechnen sich F&E-Investitionen und Innovation nicht. Also insofern bedeutet Marktabschottung auch immer ein Hemmnis für Innovationen. Ich möchte jetzt einen ganz grundsätzlichen Punkt machen und sagen, wenn der Wettbewerb richtig spielt, da ist der Wettbewerbspreis eine unparteiische Messlatte, die den fairen Gewinn bestimmt und Abweichungen davon sind Umverteilung. Also Verschiebung von den Konsumenten zu den Produzenten und Umverteilung. Das geht natürlich immer, schafft Einkommen bei den Top-Einkommen, dort wo das Eigentum konzentriert ist und auch die Ansprüche an die Gewinne konzentriert sind. Und es geht zum Lasten der Konsumenten und letzten Endes damit des breiten Mittelstandes und der unteren Einkommen. Ich bin kein Spezialist im Wettbewerbswesen, aber es gibt ja viele Bereiche, wo man das beobachten kann. Rohölpreise, Kartelle, da geht es natürlich international um Umverteilung von Einkommen, Telefongebühren, überrissene Managergehälter, die nicht mehr den Wettbewerb oder die Corporate Governance widerspiegeln, sondern die Marktmacht. All das führt in der einen oder anderen Form zu Umverteilung, zu Einkommen, die nicht mehr auf Leistung beruhen, sondern zusätzliches Einkommen erwirtschaftet. Und deshalb würde ich sagen, dass gesamtwirtschaftlich ein mangelnder Wettbewerb eben Ungleichheit fördert. Ja. Das ist nichts, was man vernachlässigen können. Das ist eine neue Tendenz, die in den USA jetzt auch sehr stark zu tragen kommt und dort stark untersucht worden ist. Dort gibt es das Phänomen in den technologischen neuen Bereichen der Superstar-Firmen. Ja. Einzelne Firmen, die so außerordentlich erfolgreich sind, dass sie den Markt dominieren und wahrhafte Marktmacht und Marktdominanz ausüben. Das ist teilweise durch die neuen Technologien, Netzwerkeffekte und neue Technologien begünstigt, dass der Sieger im Innovationswettbewerb fast alles bekommt und für die übrigen nichts übrig bleibt. Ich meine, simple Beobachtungen genügen, wenn man sich mal die Börsenkapitalisierung der neuen Superstar-Firmen Google, Facebook, Apple, Amazon anschaut und die vergleicht mit der alten Wirtschaft, also mit der Börsenkapitalisierung von großen internationalen Automobilkonzernen, dann stellt das bei Weitem im Schatten. Die könnten die gerade kaufen. So stark und groß sind die geworden. Das ist das Resultat aus meiner Perspektive von überlegener Innovation und vielleicht auch von Glück in der Innovation, ja, dass das so außerordentlich ausgegangen ist. Aber man muss natürlich auch feststellen, wenn die Firmen dann so groß und marktbeherrschend sind, dann haben sie natürlich immer auch den Anreiz, ihre Marktstellung auch zu zementieren. Ja, vielleicht eben auch durch wettbewerbsfeindliche Strategien und das ist eine neue Herausforderung für die Wettbewerbspolitik. Das ist wirklich, glaube ich, nichts, was man vernachlässigen kann. Da gibt es empirische Untersuchungen dazu, also neuere Forschung hat die Verschiebung der Wertschöpfungsanteile auf den nachlassenden Wettbewerb, auf den größeren Konzentrationsgrad in der Wirtschaft zurückgeführt. Also um beispielsweise eine neuere Forschungsarbeit zu zitieren, die kommt zum Ergebnis, dass über 30 Jahre seit 1984 der Anteil der Arbeit an der Wertschöpfung um 10% zurückgegangen ist, der Anteil des Kapitals
des wettbewerblich entlohnten Kapitals, also das Kapital, das gerade die Kapitalnutzungskosten hereinspielt, aber nicht mehr, dass das um 30% zurückgegangen ist. Und ersetzt ist das alles worden durch überschüssigen Kapitalrenditen, die Renten, überschüssige Profite widerspiegeln. Das hat offensichtlich um 12 Prozentpunkte zugenommen. Und es ist ganz klar, dass das bei den Top 1% der Einkommen oder Top 0,01% der Einkommen landet und dass man die ganze Diskussion um die Spitzeneinkommen zu einem großen Teil sicherlich auch darauf zurückführen kann. Es ist vielleicht, um die Bedeutung der Wettbewerbspolitik herauszustreichen, auch mal interessant, ein anderes Ergebnis dieser Studie. Also ich lege nicht die Hände ins Feuer für einzelne empirische Ergebnisse, aber es gibt eine ganze Reihe von Ergebnissen, die man in der Größenordnung etwa zusammenführen kann. Jedenfalls diese Studie, auf die ich mich beziehe, hat dann, die diese Resultate ermittelt hat, hat dann auch ein Szenario ermittelt, was, sie haben das zurückgeführt auf den nachlassenden Wettbewerbsgrad und die zunehmenden Tendenzen zur Konzentration. Dann kann man ja ein hypothetisches Szenario rechnen, was würde denn passieren, wenn man zum Wettbewerbsgrad 1984 zurückkehren würde in den USA, wie würde sich das auswirken? Und dann haben die in dieser Untersuchung herausgefunden, dass der Output 10% steigen würde, dass die Löhne 24% steigen würden, dass die Investitionen um 19% steigen würden. Ja? Ich lege jetzt nicht die Hand ins Feuer für einzelne Prozentpunkte, aber die Logik des Mechanismus scheint mir jedenfalls klar. Also die Ausnutzung von Marktmacht und Konzentration beruht immer grundsätzlich darauf, dass man Output zurücknimmt, um höhere Preise durchzusetzen. Ja? Und wenn man das umkehrt, dann fallen die Preise, das stärkt das Realeinkommen, das ist doch das tägliche Geschäft der Wettbewerbsbehörden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich der Output, die Produktion dabei zunimmt. Und das bedeutet mehr Beschäftigung, mehr Investition und mehr Wachstum. Also das ist für mich eine zentrale, wesentliche Beobachtung dabei. Jetzt komme ich noch auf einen anderen Aspekt, gesamtwirtschaftlichen Aspekt der Wettbewerbspolitik und eines funktionierenden Wettbewerbs. Und das ist der Beitrag des Wettbewerbs zu Innovation und Wachstum durch Strukturwandel. Das ist etwas ganz außerordentlich Wichtiges. Innovation bedeutet ja immer, dass Neues Altes ersetzt, kurz ausgedrückt. Ja. Und das bedeutet, dass Unternehmen schrumpfen müssen, wenn sie in ihrer also Produktpalette nicht mehr erfolgreich sind und andere wachsen. Das passiert innerhalb großer Konzerne, wenn sie ihre Produktpalette erneuern müssen, dann müssen sie Arbeit und Kapital innerhalb des Konzerns umlenken. Und es passiert natürlich selbstverständlich zwischen den Unternehmen, indem manche Unternehmen sich schrumpfen, reorientieren müssen oder ganz vom Markt ausscheiden müssen. Und andere Unternehmen wachsen. Das wird, dieser Prozess der Erneuerung wird sehr stark angetrieben von einem funktionierenden Wettbewerb und ist eine wesentliche Quelle für die Produktivität in der Wirtschaft. Es gibt einen Konsens, glaube ich, in der empirischen Forschung, so wie ich das lese. Da gibt es also ein wesentliches Resultat, dass es dabei ja immer darauf ankommt, dass Kapital und Arbeit gezielt dorthin fließen, wo Innovation stattfindet, wo neue Wertschöpfung gemacht wird, wo die Wirtschaft expandiert, aber natürlich umgekehrt abgezogen werden müssen von jenen Bereichen, die nicht mehr leistungsfähig sind. Ja, es müssen Unternehmen schrumpfen und ausscheiden und das Gegenstück ist, dass an anderer Stelle neue Unternehmen stark expandieren, Wachstumsunternehmen, innovative Wachstumsunternehmen oder auch erfolgreiche Konzerne halt einfach ihre Produktpalette durch Innovation erneuern. Das wird auch durch Wettbewerb angetrieben und ist für die Produktivität außerordentlich wichtig. Und ich möchte jetzt gegen Ende auf den sozialen Aspekt und die Verteilung noch einmal zurückkehren.
Ich glaube, dass der Wettbewerb auch außerordentlich wichtig ist für eine hohe soziale Mobilität in der Gesellschaft. Ja? Da geht es doch darum, dass Leute, also der amerikanische Traum, ja, vom Tellerwäscher bis zum Millionär, übrigens nach der neueren Forschung ist das gar kein amerikanischer Traum, sondern wird in Dänemark beispielsweise mehr gelebt als in den USA, ja, dass die Chance, dass jemand aus den unteren Einkommensgruppen in höhere Einkommensgruppen aufsteigt, ist dort höher inzwischen wie in den USA. Ja, weil und das beruht auf Marktzugang, Zugang zu unreglementierten Berufen, aber natürlich auch den Weg in die Selbstständigkeit, Unternehmensgründung und damit reich werden. Also man kennt ja immer, also ich persönlich kenne auch Unternehmen, die mit nichts angefangen sind und jetzt Großinvestoren sind und die sind halt natürlich reich geworden. Wenn wir in der Wirtschaft Innovation und Wachstum fördern müssen, dann müssen wir das auch akzeptieren. Ja, dass es sozialen Aufstieg gibt, der halt manchmal spektakulär ist, wenn die ihre Steuern zahlen, dann nützt das insgesamt der Gesellschaft, sie schaffen ja auch viele Arbeitsplätze. Da müssen wir auch akzeptieren, dass natürlich die Top 1% der Einkommen zunehmen, wenn wir erfolgreiche Innovation haben. Also da gibt es eine empirische Untersuchung von führenden Ökonomen, die herausgefunden haben, wenn die Anzahl der Patente pro Kopf der Bevölkerung zunimmt, ja, dann steigt auch der Anteil der Top 1% der Einkommen. Und diese Arbeit führt die Zunahme der Top 1% zu 22% auf Innovation zurück. Ja, erfolgreiche Innovation schafft einfach Einkommen und dazu gehören natürlich auch die Unternehmen, die Start-ups-Unternehmen, die Wachstumsunternehmen haben und die damit reich werden. Das ist eine Quelle von produktivem Reichtum, nach meiner Einschätzung. Das andere ist natürlich, dass man, wenn Sie nur einmal ein großer Teil der Top-Einkommen, sprich die vorherige Diskussion zu den USA, es gibt halt auch einen Reichtum, der nicht durch Leistung erwirtschaftet wird, sondern durch Marktabschottung, Behinderung des Wettbewerbs zementiert wird. Und den muss man aufbrechen. Ja, dazu zählt die Wettbewerbspolitik, um diesen Teil des Reichtums aufzubrechen. Und damit hat für mich die Wettbewerbspolitik für die Verteilung in der Wirtschaft eine ganz wesentliche Rolle. Für mich ist das eine vorbeugende Verteilungspolitik. Ja, wenn wir insgesamt über Verteilung, Ungleichheit und Umverteilung sprechen, dann gibt es aus meiner Sicht in der Politik zwei Herangehensweisen. Die erste ist eine langfristig vorbeugende, ja, dass Ungleichheit möglichst weitgehend nicht zustande kommt. Ja, und dazu zählt in erster Linie den sozialen Aufstieg zu fördern, durch Bildung und so weiter, aber auch den Reichtum oben aufzubrechen, insofern er durch Marktausnutzung, Monopole und Renteneinkommen zustande kommt. Und das ist eine wesentliche Aufgabe gerade einer schlagkräftigen Wettbewerbspolitik. Ja, also insofern ist das ein vorbeugendes Element und dann bleibt Ungleichheit natürlich immer übrig und es braucht einen korrigierenden Eingriff, also Umverteilung, Sozialstaat im Nachhinein. Es muss dann eine Balance getroffen werden zwischen vorbeugender und Korrektur im Nachhinein. Und deshalb ist das für mich aus gesamtwirtschaftlicher Politik eine griffige Wettbewerbspolitik ganz zentral. Ja, sie legt, wenn der Wettbewerb funktioniert, eine unparteiische Messlatte, ja, für das faire Einkommen, das am Markt verdient wird. Und alles, was davon abweicht, ist halt eine Störung des Wettbewerbs und damit verbunden auch Umverteilung. Wenn man das unterbindet, fördert man Effizienz und Wachstum in der Wirtschaft. Innovation, eine wesentliche Voraussetzung ist freier Marktzutritt. Das geht nur, wenn die Märkte nicht abgeschottet sind und Wettbewerb herrscht. Und es ist natürlich auch funktionierender Wettbewerb, bedeutet natürlich auch Fairness im Wettbewerb und ermöglicht ein inklusives Wachstum, das wirklich eben durch Innovation getrieben ist, anstatt Erwirtschaftung von Einkommen, die durch Ausschaltung des Wettbewerbs stattfinden. Vielen Dank.